Hallo und herzlich willkommen hier zu Rockers and Resources im Livestream. Mein Name ist Dad, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, das freut mich. Wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken. Und falls du mal gerne live dabei sein möchtest, komm einfach in den Stream jeden Sonntag um 11 Uhr. So, wir sind gerade komplett mittellos, das ist echt Wahnsinn, das ist der Hammer. Null Geld. Kommt auch gerade echt nichts rein. Das ist echt, echt heftig. Das muss man sich mal überlegen, ey. Kommt gerade echt nichts rein, ne? Nicht ein Fitzelchen. Zumindest haben wir jetzt den Frühling. Das heißt, unsere Felder werden bestimmt gleich mal bestellt. Wo sind eigentlich unsere ganzen Fahrzeuge? Aussaat, Aussaat. Okay, dann müsst ihr eigentlich mal losfahren, oder? Ich sehe nämlich nichts hier. Hier nichts fahren, das ist das Problem. Das macht mich so ein bisschen nervös. Jetzt hier aus. Für die Aussaat zu spät der Winter kommt, hä? Okay, immer noch nicht. Das gilt noch als Winter. Interessant. Obwohl jetzt schon Frühling da ist. Na egal, komm. Da wir gerade ein bisschen Kohlemangel haben, wie immer, werden wir unsere Felder jetzt heute erweitern. Irgendwie müssen wir vorankommen. Natürlich werden wir nicht ganz übertreiben. Hier so daneben. So. Da verschwindet das, okay. Ist auch interessant. Interessantes Feld. Na gut. Packen wir dich dahin. So. Straße. Ich nehme da tatsächlich die Lehmstraße. Weil es realistischer ist. Der hat angedockt. Wie gesagt, mehr Felder. Wir müssen mehr Felder ranholen. Ich will die Lager voll bekommen. Damit wir dann im Endeffekt anfangen können mit Essensproduktion. Immer noch zu spät. Gilt immer noch. Kommt aber wenigstens mal ein bisschen was rein gerade. Wenigstens ein kleines bisschen. Aber es ist echt heftig. Wo knallt das denn eigentlich so? Ja gut, die bauen ja da hinten immer noch die Schienen, wenn ich mich nicht irre. Und hier, guck mal, der Kran, der baut ja auch schon seit Ewigkeiten dran. In der Brücke hier. Hier fehlt es auch noch an Fahrzeugen und. Das ist schon... Immer noch, der Winter kommt. Ja, ist klar, es ist Ende Februar und der Winter kommt. Okay, ja, von mir aus. Also, bauen wir weitere Felder, es hilft ja nichts. Wir müssen... mittleres Feld. Sehe ich wieder nichts, es ist dunkel. Ich hasse es, ne? Schnee und Dunkelheit ist eine ganz miese Kombi. Na komm schon. Ist der 1. März und ist immer noch. Nicht wahr sein. Wann sehen die denn hier aus? Frage ich mich. Wann sehen die denn? Will die mal hier losfahren sehen? Ich meine, so schön das auch aussieht bei Dunkelheit, aber null. Okay, Bauernhof hat schon mal geklappt. Warte mal, pass auf, wir bauen noch mehr Felder. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Felder. Ich überlege ja ernsthaft, ob wir Übrigens, AMX, hier sind jetzt Felder. Zwar keine Tiberiumfelder, aber Felder. ob wir, ernsthafterweise vielleicht so lang noch mal was Kleines ranpacken. Halt, stopp. 25 mal 100, 50 mal 500. Ah, der hier könnte vielleicht noch reinpassen. Ob wir flaches Gelände abkommen. Ob wir Gewächshäuser bauen. Ah, jetzt fahren sie. Guck mal, jetzt fahren sie endlich mal raus hier. Jetzt geht's hier endlich mal los. Endlich wird mir hier was bestellt. Da, die roten Trucks, wollte ich schon sagen. Die Trecker. Yes, Feldarbeit. Juhu! Trecker, Trecker, Trecker.
Endlich. Endlich wird mal was gemacht hier. Farming Simulator. Endlich. So, ich hoffe, dass die damit klarkommen und alles bestellen und ernten können. Wenn nicht, muss ich noch mehr Farmen bauen. Vielleicht hier hinten nochmal dran. Noch eine weitere Farm. Großer Bauernhof. 30 Fahrzeuge, 30 Fahrzeuge, 12, was haben wir hier? 24, 16, 20. Nochmal einen dazu. Nochmal, macht man das so? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Bauernhöfen jetzt nicht so aus. Komm, wir machen nochmal einen zusätzlichen. Ich habe so das Gefühl, es wird nämlich nicht reichen. Ja, ja, ist doch gut jetzt hier. Hallo, ist gut. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht reichen. Kosten das? 94.000, ey. Kohletechnisch hält sich gerade die Waage. Import, Export. Wie gesagt, ich bin gespannt. Wir brauchen hier auch noch einen Verteiler-Dings, der das Ganze dann belädt. Wobei das Silo hier echt genug Platz hat. Aussaat, 90%. Na, ich hoffe, es reicht. Ich fürchte ja, nein. Jetzt schon wieder keine Kohle. Ich frage mich, wo die ganze Kohle gerade bleibt. Wo bleibt gerade die ganze Kohle? Wo haben wir die großen Projekte? Hier hinten ist nur Straße. Die Straße wird doch aber nicht gebaut. Wo wird denn gerade gebaut, frage ich mich. Wie gefahren, aber es kommt keine Kohle rein. Ja, lauter Platten, alles, das Ding ist voll. Kosmonautenmodus? Nee, wieso? Das jetzt weg. Ich verstehe es echt nicht gerade. Ich frage mich, wo die... Irgendwas zieht jetzt gerade massiv die Kohle aus der Tasche. Ist mir jetzt gerade, mysteriös. Warte mal. Export. Wir machen Geld. Import machen wir 57.000. Das ist klar. Okay, wir haben ja auch noch dieses verblödete Darlehen. War auch noch an der Backe. Noch 223.000 Schulden, aber das kriegen wir auch noch hin. Tourismus ist schlecht, Kriminalität. Leichte Kriminalität 9. Okay, das ist eigentlich okay. Das Viertel ist hier soweit auch fertig. Also irgendwas zieht uns die Kohle aus der Tasche. Jetzt kommt ein bisschen was rein. Scheint irgendwas wieder fertig gebaut zu sein. Sehr gut, okay. Ja, irgendwie ist das noch nicht so der Burner. Ich überlege ja ernsthaft noch weitere Züge rauszuballern. Wie sieht es denn hier aus? Die Felder? Wachstum. Ja, ich brauche noch zusätzlich, damit das schneller geht. Und ein Verteilerbüro brauchen wir hier auch noch. Warte mal, das können wir gleich mal machen. Verteilerbüro setzen. Wo bist du denn? Und Nahrungsmittelfabrik will ich jetzt noch nicht machen. War denn das jetzt mit der Verteilergeschichte? Gut. Ah, hier. Vertriebsbüro. F
5. Ne, wir wollen es ja größer haben. Was ist das jetzt? 32? 33? Okay. Zwölf, 16, 15. Okay, gucken wir uns mal. Logistik Terminal. Okay. Er ist ja nun dann dazu da, die Kornsachen zu transportieren. Ja, okay. 32 sollte reichen erstmal. Hallo, ist gut. Kostet uns beim Bau her 24.000, die wir nicht haben. Das ist Wahnsinn. Guck mal hier. Hier fahren sogar unsere Baufahrzeuge hin. Ist ja hart. Die schaffen es sogar, hier hinzufahren. Ja, hier fehlt es noch. Ja, das werden die nicht alle schaffen. Nicht alleine. Auf gar keinen Fall, glaube ich nicht. Wachstum, Fortschritt. Gebt mal Vollgas, Leute. Der Kies sieht gut aus jetzt. Das kriegen wir regelmäßig rein. Aber dass ich keine Import-Export-Ressourcen. Dann ballern wir doch ordentlich raus. Aber irgendwie, keine Ahnung. Warte mal kurz, was bringt der hier? Der bringt Eisen, der bringt auch 25.000. Naja, ist jetzt nicht der Burner, ne? Muss man fairerweise sagen. Es ist nicht der Burner. So, und du bringst gar nichts, du fährst nur hin und her. Okay. Kommen wir hier runter? Warte mal kurz. Geht. Damit die gleich hier drauf können. Kann aber mein Baubüro bauen. Müssen wir nicht fertig bauen. Bisschen Money sparen. Jetzt kommt ein bisschen was rein. Und jetzt ist sofort wieder weg. Ich glaube, wir haben das Problem einfach, dass wir zu viel Ressourcen irgendwo kaufen. Frag mich jetzt aber nicht, warum, wieso, weshalb. Und das wird gebaut hier, das ist in Ordnung. Wir haben einen massiven Drop gerade halt. Das ist echt übel. Und hier wird gebaut, das ist okay. Guck mal, jetzt sind wir 4000... 4,9, 5.000. 5,9, 6,1. Das ist jetzt nicht viel. Aber es kommt zumindest was rein. Dann geht wieder 2.000 runter. Weil immer so, meistens so 2.000er Drops. Das ist natürlich nicht schön. So, was wir aber machen werden, ist weitere Felder noch bauen. Aber vielleicht nicht ganz so übertrieben. Sagt er nicht so ganz zu übertrieben und dann baut er so ein Riesenfeld hier oder was? Ach, da ist. Ach nee, das ist ein Feld, ne? Ein Feld hier? Ich glaube, es ist ein Feld. Ah, es ist ein Feld. Warte mal kurz. Machen wir anders. Machen wir mal ganz kurz das Modell an und dann gehen wir hier lang. Ja. Feldweg. Das passt. Jetzt kommt ein bisschen was rein, na Gott sei Dank. Oh Gott, ich dachte schon sonst was. Okay, pass auf. Nächstes Feld. Ich weiß, es ist jetzt nicht so super spannend, aber was willst du machen? Muss sein. So ein mega langes Feld, ne? So ein länglich gezogenes. Das ist zu groß, ist mit zu viel. 50 mal 50, das sind so kleine Dropfelder.
Das Schöne ist, die passen sich ja mittlerweile auch den Straßengegebenheiten an. 50 mal 50. 50 mal 100 ist schon etwas größer. Also meistens passen sie sich an. Kurz gedreht. Oh, noch ein Feld. Ich hoffe, dass sie dann genug einbringen. Der hier wächst es. Ich hoffe, dass wir es geerntet bekommen, bevor irgendwas ist. Aber dazu muss das Ding hier auch noch fertig sein. Der kostet 86.000. Ich warte nur mal. Das fangen wir noch nicht an. Hier kommt Traktor. Okay, das ist gut. Die fangen hier auch hier an zu sehen. Ja, sehr gut. Okay. So, was ist mit dir hier? Der Zug wartet zu lange. Hier hinten. Ja. Wird hier überhaupt produziert? Warum? Warum hat aufgehört? Warum das denn? Was ist denn hier kaputt? Warum läuft denn das nicht mehr? Kein Wunder, dass so wenig Kohle reinkommt. Irgendein Grund läuft die Bitumenpumpe hier nicht mehr. Hier 34.000 Rubel. Ja, pass auf. Kein Wunder, dass hier nichts reinkommt, ne? Wenn die Bitumenpumpe nicht läuft. Ey, what the Geier, ey. Nichts als Problem hier. Ja, hier läuft hinten. Hier hinten ist alles Taco, ne? Hier müssen wir auch mal auch weiter bauen. Unsere erste Stadt quasi. Ist noch so leer. Unser Knast hier, das läuft eigentlich. Das ist in Ordnung. Ja. Ich weiß, wo das Problem liegt, ne? Wir müssen überall Essen und so weiter ranholen. Kein Wunder, dass das nicht so gut funktioniert. So. Kein Wunder, dass das echt nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Jetzt hier. Ressourcen vorarbeiten. Mal kurz, haben wir das jetzt? Der Baubüro, ich hoffe mal. Mal kurz, wir haben hier unsere Baubüros. Kann sein, dass die erst was zu anderes machen. Ich glaube, die sind erst hier dabei, diese Gebäude hochzuziehen. Ja, es dauert aber Ewigkeiten. Deswegen arbeite ich ja auch nicht so gerne mit den Baubüros, ne? Aber es wird hier schon rangekarrt, ne? Guck mal, jetzt kommen sie an, schon mit den großen Maschinen hier. Mit den Kränen. Ja, hier, guck mal, sind sie schon am Wuseln. Wird schon gemacht. Ne? Jetzt kommt nochmal Verstärkung. Ja, sehr gut. Baut mal alle hier. Mit den Baggern. Ah, jetzt kommt hier richtig massiv Verstärkung hier. Was ist denn hier los? Alter Falter, jetzt geht's ja richtig ab. Geil. Das freut mich. Ja, und schon droppen wir wieder. Ja gut, wir bauen ja jetzt das Bitumenwerk. Und wenn das Bitumenwerk wieder läuft, dann haben wir auch wieder kontinuierliche Einnahmen. Und dann mich schon die ganze Zeit, warum was hier los ist, ne? Fast fertig. Naja, fast ist relativ. Überlegt jetzt. Warte mal kurz. Stopp. Komm. Hä? Eben 32.000, ne? Ich hatte eben 32.000 und es wird nicht fertig. Das ist ja auch merkwürdig, oder? Dass der wieder nicht so will, wie ich das will.
Aber warte mal, wie sieht's denn hier aus? Was bringst du denn? 39.000. Okay, pass auf. Sofort losfahren. Dollar reinbringen. Was machst du? Auch. Boah, Vollgas. Gib Gas, Leute. Ich brauche dieses Bitumenwerk hier wieder. Ganz schnell. Ja, irgendwie kann ich... Weiß nicht. Ja, war das 32.000, aber irgendwie so richtig vorangehen tut es nicht. Ist hart. Na gut, egal. Zurück zu den Feldern. Zu der Geschichte. Bin ich auch mal bald fertig mit dem Kram hier? Oder was? Was fehlt denn hier noch? Elektrokomponenten. Ich werde wahnsinnig. Was seid ihr hier? Nur noch 414 Arbeitstage. Jetzt fehlt Asphalt. Okay, das müssten die dann auch noch holen. Aber ich denke, das kommt gleich. Wachstum. 22%. Wird knapp. Also ich glaube nicht, dass wir die ganzen Felder ernten werden. Glaube ich nicht. Da kommt Asphalt. Ja, ja. So. Da haben wir das, da haben wir das. Den wollten wir ja auch noch bauen, ne? Da war ja auch noch was. Mal ganz kurz schauen. Einen nennenswerten Vorkommen. Das heißt, wir können uns hier niederlassen. Neue Stadt noch vielleicht gründen. Zusätzlich. Ganz kurz schauen. Relativ glatt. Hier haben wir Strom. Hier fährt das Schiff lang. Das ist auch okay. 59.000 haben wir auf der Kante. Jetzt mal ganz kurz. Ey, das ist, wie gesagt, kein Wunder, dass hier nichts rankommt. Pass auf. Ja, es geht immer nur so ein... Es wird mir irgendwie nicht die Gesamtsumme angezeigt, habe ich das Gefühl. Pass mal auf, wir machen Folgendes. Ist mir jetzt wurscht. Ich werde etwas tun. Was ich hasse. Kredite aufnehmen. Das reicht immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich muss das fertig machen. Und dann kriegen wir richtig Geld wieder rein. Unglaublich. Mach das jetzt fertig hier. Los. Wehe du. Endlich. Oh. Warte mal kurz. Den hier. So, einen haben wir schon mal abbezahlt. Wenigstens etwas. Der Rest ist echt heftig. Ja, dass ich Kredite aufnehmen muss, ist krass. So, jetzt kommt wenigstens mal hier ein bisschen was rein wieder. Beziehungsweise die Züge werden endlich mal vollgetankt hier. Dadurch kriegen wir jetzt endlich wieder Geld. Also jetzt sollte es wieder besser laufen. Gott sei Dank, ey. Mein Gott, das ist kein Wunder, dass das da nicht vorangeht. Was jetzt hier? Brauch dich. 59.000, komm. Schon ballern wir wieder Geld raus. Was kostet du uns? 24.000, komm. Ich knüppel alles raus jetzt wieder, was wir einnehmen muss. Raus, 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 raus mit dem Zeug. So, okay, hier haben wir das. Alles klar, pass auf. Fahrzeuge. Ernte. Die Matadors. Kosten 10.000. Was kosten denn die 2230? E513. Wir können es uns gerade nicht leisten, den zu bestücken. Auch geil. Hammer. Hier wächst es, das ist gut. Die Bodentextur sieht echt kacke aus. Bin ja gespannt, wie das klappt dann. Oh, hier haben wir fertig. Sehr geil. Sehr geil. Hier können wir dann auch Fahrzeuge kaufen.
Die Mac. Geschlossenen brauchen wir mit Sicherheit. 12 Tonnen, 9 Tonnen, 17, 12, 32. Da kostet aber einer 39.000. Selbst ein Fiat kann 0,64 Tonnen Pflanzen mitnehmen. Hart. Ja, die brauchen wir als Unterstützung dann. Aber wie das dann weitergeht, das seht ihr im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst, wie gesagt, gerne ein Däumchen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Bis dahin, wie gesagt, macht's gut. Ciao, ciao. Ed von edgaming.tv. Guck mal, da kommen jetzt dann Rubel rein. Zack. Ja. So, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.